In Dornbirn-Haselstauden empfängt der DSV in den grünen Dressen den VfB Hohenems in Gelb. Anpfiff in eine Partie, die relativ schnell erzählt ist. 32 Minuten sind gespielt, Standardsituation Hohenems. Der Ball findet Pernstich und dieser staubt trocken ab. 0:1 für die Emser. Wir machen einen großen Sprung in Minute 78. Wieder kommt der VfB gefährlich vors Tor und Potic kann den Abwehrfehler des DSV nutzen. 0:2 für die Gäste. Und das reicht dem VfB nach 90 Minuten dann auch. Hohenems gewinnt in Dornbirn und sichert sich damit die Tabellenführung.